Jo Leute, habe der Gamer Engineers. Ich begrüße euch zu einem genialen Let's Play. Leider muss ich sagen, dass ich die Einstellungen aufgrund von Fraps und den erweiterten Einstellungen vom Emulator jetzt während des Videos machen muss, weil ja jetzt Fraps läuft. Und ich zum ersten Mal sehe, wie das reagiert und welche Einstellungen jetzt noch fehlen. Das ist leider immer wieder anders. Wir starten, das links ist meine Testfile, mit Mario B und legen uns einen neuen Account an, oder besser gesagt einfach eine neue File. Und bitte seid nicht böse, ich habe mir jetzt das Video schon mal angeschaut und vertone das jetzt nach. Hallo Mario, es ist schön dich wiederzusehen, aber ich habe leider schlechte Nachrichten. Bowser hat das Geheimnis zum Erreichen der Welt der Sternengeister erlernt. Also, Leute, das ist jetzt wieder die echte Stimme. Ich habe das jetzt nachvertont, damit ihr das versteht. Ich muss das natürlich lesen. Er erstellt dort eine Basis. Das große Problem ist, dass er nun Zugang zu einem ganzen Haufen Star-Road-Portale hat, die ihn durch das gesamte Pilz... All over the... die ihn durch das ganze Pilzkönigreich führen. Er hat diese Portale dazu benutzt, um Schwärme von seinen Truppen zu transportieren. Und diese verbreiten Chaos in der ganzen, im ganzen Areal. Mario, wenn du Bowser stoppen willst, wirst du die Star Road an der Spitze der des Sternensprungturms verwenden müssen, um ihn zu finden. Okay, das ist jetzt sehr komisch vom Star Leap Tower. Ja. Bowser hat alle Türen, die den Turm hochführen, versiegelt. Aber du solltest in der Lage sein, diese Siegel zu brechen, wenn du genug Powersterne sammelst. Na, das können wir doch schon. Immer gut. Viel Glück. Danke, Yoshi. Das bist doch nicht so eine nutzlose Kröte, wie ich immer dachte. Super Mario Star Road bei Skilux. Ja. Special thanks to Frauber, der was fürs Bugfixing und fürs Tool. VL Tone, Tools used. Ja, also er bedankt sich hier bei den verschiedenen Yoshi Electron, ja, die hilfreichen Dokumente, da steht auch drinnen, wie man das im Emulator zum Laufen bringt. Toxic Playtesting, also Spieletestung, ja, ist ganz einfach. Und er bedankt sich natürlich auch bei Nintendo und der Super Mario 64 Crew. Skilux ist ein genialer Hacker, aber es hat ihn leider extremst viel Zeit gekostet, diese File hier, also diesen Hack, zu erstellen. Ich lasse euch das jetzt lesen. Leute, das ist jetzt wieder meine reale Stimme. Den englischen Teil muss ich immer wieder im Vorhinein aufnehmen. Wobei ich mich da auch immer wieder noch verspreche. Ich habe es zwar auf den Zetteln in kleinen Stichworten, aber das läuft dann teilweise so schnell ab. Und ich versuche das ja auch halbwegs schnell zu lesen, um eigentlich auf die Nerven zu gehen. Ja, hier hinten haben wir gleich die erste Welt in dieser Röhre. Da gehen wir jetzt auch gleich rein. Climb the Ruins, also erklimme die Ruinen, das ist ein ganz leichter Anfangsstern, obwohl das hier nicht die erste Welt ist, Leute. Und der, ja, das ist ein bisschen kacke gemacht, sehe schon. Also das soll so eine Art Waldruine sein. Nee. Ich spiele hier übrigens mit meinem Switch-Controller. Ich muss mich an die Steuerung gewöhnen, weil die ist äußerst fein. Ich muss noch ein bisschen an den Einstellungen arbeiten mitunter. Weil das Problem ist, dass Fraps mir, wie soll ich sagen, etwas die Steuerung verzögert. Und die Kamera ist nicht die beste in diesem Spiel. Also, von der Kamera dürfte wirklich nicht zu viel erwarten. Ja.
das war nicht so eine gute Idee. Ich dachte, das funktioniert. Naja. Was soll's. Also, man muss wirklich überlegen, wo man was macht. Und, ja, so... Eigentlich könnte ich das doch auch mit einem Doppelsprung machen. Naja, lieber nicht, oder? Ich weiß halt nicht, ob sich das ausgeht. Ich will auch, dass irgendwie mit dem Seitwärtssprung müsste es auf jeden Fall gehen. Aber er macht ihn ja nicht bei so kurzen Distanzen, muss ich länger rennen. Nee, mit dem Double Jump geht sich's nicht aus. Aber mit einem Seitwärtssprung! So, ja, und das war gerade ein gigantischer Idiot vor meinem Fenster. Egal, das geht ja auch mit einem Seitwärtssprung aus. Macht nix. Also, zu dem Heck, er ist vom ursprünglichen Super Mario 64, das dürfte man jetzt schon bemerkt haben. Skelux hat, genau wie im Original, 121 tatsächliche Sterne. Allerdings gibt es da ein kleines Geheimnis. Ja, das ist jetzt die Nachricht, dass man einen Powerstern erhält. Alter, bin ich blöd. Die geflutete Höhle. Ja, der Stern war auch noch relativ einfach. Ich werde probieren, vielleicht dazu eine Lösung zu schreiben. Keine Ahnung, wie gut sich das ausgehen wird. Das wird auf jeden Fall das Projekt über den Sommer. Also, ihr müsst ja wissen, ich bin noch Schüler. Ich habe noch Sommerferien. Wenn ich mir das antun will, dann kann ich das ruhig. Da war doch irgendwie ein Glitch. Naja, ist auch egal. Also, bei der Höhle geht es darum, was ihr jetzt da links seht. Ich bin im Überlegen, ob ich das wirklich machen soll. Ja. Ist halt immer wieder so eine Geschichte. Ich will das nämlich eigentlich nicht machen, weil ich mag diese Mission nicht. Ich will jetzt eigentlich darauf, Mario. Es scheint nicht zu gehen. Weiter vorne gibt es auch noch einen Weg. Den hier, auch wenn man da gerade durch die Wand gesehen hat. Also, das Spiel ist sicher nicht bugfrei. Vor allem, selbst in dieser einfachen Welt gibt es schon einen. Und natürlich gibt es auch alle vorhandenen Elemente aus Super Mario 64. Nur die Musik, die hat er selber gemacht. So, da wo ich jetzt eigentlich hin wollte, war nicht zu dieser Pflanze. Nein, nein. Ups, ja. Nein! Jetzt krieg ich das Ganze nochmal ablaufen. So ein Scheiß. Mag ich nicht. Ich wollte eigentlich auf die Mauer. Denn wer Mario 64 kennt, der weiß, dass es in manchen Welten Bob-Oms gibt, die einem eine Kanone öffnen. Und so ist es auch hier. Das war ja auch in Bob-Oms Battlefield so. In Wumms Wuchtball war das ebenfalls so. Und ja. Ich würde mal sagen... Kein Kommentar. Man prallt auch so komisch von der Wand ab und fängt dann an zu rutschen, obwohl es gar nicht notwendig ist. Also das ist überhaupt konfus. Ach, man kommt da eh so rauf. Ich wollte das jetzt eigentlich nur versuchen. Aber ja. Und wie ihr gesehen habt, ich habe nicht gelogen, auch wenn mein Skill fatal ist. Da ist wirklich ein Bob-Bomb. Diesmal sind die aber blau. Ja, der Unterschied ist nicht wirklich groß, also. Bereit zum Abschuss. Geh in die Kanone, wenn du bereit bist. Ja, werde ich tun. Und es gibt so einen komplett unlogischen Trick.
wenn man kurz bevor man aufprallt eine Stampfattacke macht, ist die Höhe ziemlich egal. Man nimmt keinen Fallschaden. Und ihr seht schon, oder habt es hinten gesehen, diesen Block auf der Insel und diesen durchsichtigen Block mit dem drehenden Fragezeichen. Wer Mario 64 kennt, der weiß, was da vorkommt. Ich verrate es noch nicht. Aber ich werde euch zeigen, wie ihr diesen Stern trotzdem bekommen könnt, weil der ist... Oder? Nein. Machen wir zuerst den. Hier ist auch noch eine ganz fiese Mission. Da sind einfach mal zwei übereinander. Man glaubt, man kann die beide auf dieselbe Weise einsacken. Nö. Vergiss es. Ihr müsst entschuldigen, dass ich hier aber safe staten werde. Weil mir das irgendwann mal auf die Nerven gehen wird. Also die Mission, oder was die Aufgabe ist, muss er sich mit dieser Kanone dorthin schießen, aber ich scheiße jetzt drauf, ich mache einfach die normale. Also auch noch eine Möglichkeit und ja, diese Pflanze ist ein Arschloch. Mario, würdest du bitte an der Kiste vorbeigehen? Danke sehr. Ja, Kamera. Tatsächlich kann man sich sogar, glaube ich, unter Wasser verbrennen. Nicht unter Wasser, aber... Jetzt komm. Ja, immer diese... Diese Low-Cut-Engines sind Edges sind scheiße. Junge. Skelox, so musstest du die machen. Ach, ich weiß ja eh wieso. Och, leck mich doch. Also dieses Spiel kann aufregen. Ups. Also der Lag war jetzt nicht von mir, ne? Lass die mal beide schießen, dann... kann man einfach hinter die Box gehen. Und wenn man Combo-Attacken sind echt fies und unfair. Haha, das hast du nicht kommen sehen, ne? Ja, also wenn man die Kiste einmal von dort hinten wegkriegt, dann ist es eigentlich ganz leicht. Nur diese Flammen sind zielsuchend, das ist halt das größere Problem. Und was die Physik in diesem Spiel betrifft, seid ihr wohl mit eurem Lehrer besser beraten als mit diesem Spiel. Die Physik-Engine ist nicht unbedingt die beste. Okay, da werde ich auch mal ein Sicherheits-Savey setzen. Das nervt auch. Ja. Ihr habt's gesehen und glaubt mir, es ist egal, wo ihr abspringt. Es kann vorkommen, dass ihr dagegen knallt. Es ist komplett lächerlich. Also macht einfach ein Safe State. Das ist bei mir die F5-Taste. Ihr könnt euch den Safe State beim Emulator hinlegen, wo ihr wollt. Das ist vor allem praktisch, weil bei mir ist F5 auf... auf F5 liegt das Safe State, auf F6 liegt bei mir mit Flaps aufnehmen und auf F7 liegt bei mir Safe State laden. Also das ist relativ praktisch, also brauche ich nur eine Section von meinem... Die Tasten von F1 bis F4 können was anderes. Mit F1 starte ich die Emulation oder mit F2 halte ich sie an. Und mit F3... Was war eigentlich F3 nochmal? Ich will es nicht ausprobieren, aber es kann sein, dass es irgendwas Dummes war. Sagen wir mal erst einmal die 8 roten Münzen. Oder? Ach komm, Mama. Für den ersten Part ist es. Ja, auch ein bisschen langweilig. Ach Gott. Na gut. Immerhin, es hat halbwegs nur funktioniert. In der ersten Welt, oder die wir jetzt als erste Welt bezeichnen, ist es ja relativ leicht. Man kann die auch mit einem Hechtsprung besiegen, das ist ganz leicht. Die blauen Münzen sind 5 Münzen wert, die roten sind 2 Münzen wert. Für 8 rote gibt es einen Stern, das war auch in Mario 64 so. Und für 100 normale Münzen gibt es natürlich auch einen. Der zählt aber nicht zu den eigentlichen Missionen, ist so gesehen ein Secret World Star. Und wurde auch nach Sunshine nicht mehr eingeführt. Das Sunshine Let's Play habe ich sogar schon durchgeführt. Allerdings...
fehlen da noch einige Shines, aber von den Missionen her wären wir durch. Es fehlen nur mehr blaue Münzen und da haben wir uns drauf geeinigt, also ich habe mich mit Mark geeinigt, dass ich das nicht machen werde. Ich weiß leider nicht, wo die auftauchen. Doch, hier. Oh, 3 ist nur halbwegs gute Ausbeute. Hinten sind noch 5. Also ab Mario Galaxy gab es das dann, soweit ich mich erinnern kann, nicht mehr, dass man 100 Münzen sammeln musste, um einen Stern zu bekommen. Beziehungsweise eine Shine Sprite, weil in Mario Sunshine waren sie ja Shine Sprites. So, von der Hackfresse kriege ich auch noch 5. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe mich natürlich eingespielt, man hatte am Anfang des Parts diese 15 Stern-Pfeil gesehen. Und jetzt will ich mal was ausprobieren. Ja, das geht. Komme ich da auch weiter? Ja. Hier ist man eigentlich out of bounds, Leute. Hier ist man out of bounds. Und hier kommt man auch mit einem ganz miesen Cheat weg. Ich zeige euch jetzt mal schematisch, wie der funktioniert. Das werden wir jetzt aber nicht machen. Und so könnte man auf diese Insel kommen. Leute, das geht wirklich. Und so werde ich diesen Stern auch holen. Also, es gibt, glaube ich, im gesamten Spiel 8 Sterne von 121 tatsächlichen Sternen. Es gibt natürlich mehr. Das dürfte aus meinem ursprünglichen Let's Play bekannt sein. Ja, ich habe damals auch schon ein Star Road Let's Play gehabt. Das war mein erstes Let's Play, was ich zu Ende geführt habe. Das war Wahnsinn. Hat auch tatsächlich ziemlich gut geklappt. Nein, es hat natürlich Kackaufrufe, genauso wie meine jetzigen Videos, aber es lief eigentlich für die damaligen Verhältnisse ziemlich gut und hat mich immer unterhalten. Es ist so witzig, dass man durch diesen Ast einfach durchspringen kann. Hoppala. Naja, gut. Wobei ich sagen muss, jetzt, da Breath of the Wild draußen ist, ja, ist natürlich Star Road nicht mehr das erfolgreichste Let's Play. Es war es tatsächlich lange, lange Zeit. Von den Aufrufen auf Dauer und von den Maximalaufrufen her. Da hat dann irgendwann hat dann mal Star Fox dagegen gewonnen und Splatoon. Und natürlich hat das nicht funktioniert. Oh, da müsst ihr aufpassen, das ist auch ganz böse. Mario kann nämlich zwischen diese komischen Steine und den Erdboden rutschen. Und ihr kommt dann nie wieder raus. Jetzt verprügelt man noch schnell ein paar Goombas. Boom! Ja! Los geht's. Hinten sind auch noch Münzen. Also, Splatoon ist, glaube ich, drittbeliebtestes Let's Play von mir. Breath of the Wild ist 1 und ich glaube, Star Fox hat es auf Platz 2 geschafft. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe da weder Statistiken noch sonst irgendwas. Höchstens Playlist-Statistiken wären möglich, ja. War da oben auch noch eine Red? Oder nicht? Weiß ich jetzt gar nicht. Bin mir nicht sicher. Oder war noch irgendwo anders eine? War da oben auch noch eine Red Coin, ist die Frage. Na, natürlich hat das nicht funktioniert. Ach. Kacke! Ah, unter der Brücke ist ja noch eine, stimmt. Ah, es fehlt ja immer noch eine! Ich weiß, wo die ist.
Oh, verpiss dich. Okay, ich wusste ja, dass es Glitches gibt, aber das ist lächerlich. Trotzdem, Alter, die letzte Redcon ist auch so... Ihr könnt euch ja denken, was ich jetzt vorhab. Da ist sie. Oh, ja, die war so richtig leicht. Das erstens. Und der hier zweitens. Ich würde fast vorschlagen, beendet man diese Welt in diesem Part. Eigentlich geht das ja normalerweise nicht. Ich sage euch dann in den nächsten zwei Missionen gleich warum. Ich muss mir nur noch eine geeignete Endcard einfallen lassen. Entschuldigt, dass ich etwas müde bin. Es ist bei mir jetzt... Moment, wo muss ich gerade rüber? 4.29 Uhr. Meine Damen, meine Herren, betrachten Sie den Let's Player mit den abnormalsten Aufnahmezeiten ever. Und natürlich setzen wir fort, es bleiben nur mehr 3 Sterne übrig. Shoot to the top, to the tower top, also schieß dich auf die Turmspitze. Wer jetzt meint, dass es der obere Stern von beiden ist, also Moment, ich zeig's euch gleich, was gemeint ist. Muss beim Headset jetzt nur gerade mal das Ohr wechseln. Okay, man kann sich jetzt mit dieser Kanone überall hinschießen und auch zu diesem Baum dort. Und das machen wir jetzt auch, weil jetzt werde ich diesen Betrügerstern mal machen. Ich probiere es mal so. Naja, fast. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was ich jetzt vorhabe. Das habe ich ja vorhin schon mal vorgezeigt. Wow, sehr viele vor. Also man muss sich höher schießen. Also man darf den Baum, glaube ich, nicht mehr sehen. Nee. Weiter nach oben. Ist halt etwas fein eingestellt, der Mist. Ja, das geht sich knapp aus, ja. Okay. Ihr macht jetzt folgendes. Wie gezeigt, geht ihr da hinten hin. Zu dieser Abschrägung, zu dieser braunen. Ja, damals ging es grafisch noch nicht so gut. Wobei ich sagen muss, so schlecht sieht es eigentlich gar nicht aus. Und ihr springt dann einfach hin. Und habt den Stern. Hätte ich das Safe State nicht mal gebraucht. First Try. Yeah. Underwater Metal Dash. Naja, eigentlich nicht. Normalerweise hätte man am Boden des Sees einen Schalter gehabt, den man mit der Metallkappe aktivieren könnte. Und dann wäre man einem Weg gefolgt, das Metall Mario, und hätte den Stern bekommen. Das ist jetzt bei uns eher nicht der Fall. Wir haben diesen Stern ercheatet. Und daher die Auflösung eigentlich ziemlich leicht ist. Zeige ich dir nicht mehr. So, wer hier meint, dass es der obere Stern ist, der täuscht sich. Es ist der untere von beiden. Der andere ist eine komplett andere Mission. Okay, ich schieße mich mal gerade so, dass der obere Stern in meinem Auge liegt. Das war sau gut! Das war auch fast richtig. Ja, das Blöde ist halt, man muss diesen Seitensprung hier ausführen. Nein! Und er klebt sich auch so ganz hässlich an die Wand. Und da macht er ihn ewig lange nicht, das ist das Problem. Na komm schon. Jetzt komm.
Ich weiß, dass man das auch schief machen kann, aber das will ich eben nicht, weil das funktioniert nämlich bei mir meistens nicht. Ah, war klar. Das Problem ist, wenn ich zu oft das Save-State neu lade, dann kann ich keinen Seitensprung mehr machen. Also dann habe ich keine Musik mehr. So. Das Problem ist, wenn er sich jetzt umdreht, dann geht er einen Meter nach vorne und das ist halt extremst blöd. Aber wir haben es geschafft, Leute. Ist natürlich kein Problem. So, bleibt ja nur mehr ein Stern übrig und der ist relativ schnell. Der Ultimer Time. Wer es jetzt nicht weiß. Die Abendessenszeit der Eule. Gibt sicher noch einen lyrisch besseren Satz, aber... Die war doch hier. Hä? Ich habe das doch in der Testfile angespielt. Die Eule ist hier. Ist die Eule? Der Old Dinner Time. Juhu, wo steckst du? Ach, man muss sich da oben. Oh. Huste, also wer ist da? Wer stört mein Abendessen? Ah, Mario, du bist's. Ich hab dich lange nicht gesehen. Okay, ja, da ist sie. Aber warum man da ganz nach oben geht, dann muss das verstehen ich. Ich bin hierher gezogen, nachdem ich krank von diesen blöden Twomps und Wumps geworden bin. Willst du einen Ausritt oder Ausflug? Eigentlich trifft's besser. Ja, und das ist der eigentliche Stern. Shoot to the Tower Top ist ja eigentlich der falsche Name für den vierten Stern. Fly to the Tower Top hätte für den sechsten gepasst. Ein Shoot to the Tower wäre halt eigentlich besser für den vierten Stern. Weil eigentlich ist ja der Stern, den wir jetzt anfliegen, der Tower Top. Also die Turmspitze. Ich weiß nicht, ob man auf dem Dach stehen kann, deshalb kassiere ich mal den Stern direkt ein. Die Eule kennt man eigentlich aus Mario 64 Wumms Wuchtwall und die hat nur einen einzigen Auftritt. Ich glaube, hier hat sie 2 bis 3.